Herzlich willkommen zum Adventsspezial hier am 4. Advent in meinem Retro-Basis-Adventskalender Sega Game Gear. Wir spielen Legend of Illusion starring Mickey Mouse. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich mag ja gerne Mickey Mouse und auch hier dieses Spiel scheint sehr vielversprechend zu sein. 1995 erschienen für den Sega Game Gear. Und es geht darum, dass ein dunkler Schatten über das Land hereinbricht und König Pete soll, ja, ein legendäres Wasser des Lebens finden, um hier die Dunkelheit zu vertreiben, das Land zu retten. Aber der feige König, der traut sich nicht und er ernennt Mickey quasi als, ja, Ehrenkönig und das ist seine erste Aufgabe. Die Leute wieder glücklich zu machen, den Schatten zu vertreiben und ja, wieder Freude hier in das Leben einzubringen. Wir schauen uns ein bisschen noch hier das Intro an, aber so grob geht es hier um die Story und ich würde sagen, wir starten dann gleich auch durch, wenn wir hier die Figuren durch sind. Ach, ich freue mich. Also, Mickey Mouse, also ich mag eher DuckTales, sagen wir mal so. Also, Mickey Mouse ist ja vor meiner Zeit berühmt gewesen und deswegen. Aber insgesamt so die alten Disney-Sachen finde ich eigentlich schon ganz nett. Hier sehen wir, ne? Ah, ich kann das doch gar nicht machen. Ich bin doch ein kleiner Feigling. Also weiterhin muss ich sagen, bisher, haben wir ja, glaube ich, heute den 20. Dezember, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe jetzt keinen Kalender hier, aber bisher haben wir schon sehr viele Game Gear-Spiele gesehen. Also entweder hatte ich tatsächlich hier ein glückliches Händchen. Oder es gibt wirklich viele gute Spiele und die Grafik finde ich ganz nett. Aber ja, das Ding war ja auch damals echt teuer. Konnte sich ja fast keiner leisten. Also wie gesagt, ich hatte eh mit Sega nichts zu tun. Ich habe noch nicht mal gewusst, dass es dieses Teil überhaupt gibt. Und auch hier den Game Boy habe ich erst viel, viel später geholt. Beziehungsweise gespielt. So. Ja, hier sehen wir quasi die Krönung von Mickey Mouse zum, ja, König der Ehrenhalber oder zu einem, ja, Ehrenkönig. Und dann starten wir gleich ins Abenteuer. Ja, aber er hat sich dennoch entschieden, zu helfen und wir retten jetzt das Land. So, er macht sich auf den Weg. So, und würde sagen, wir starten direkt durch nach 3 Minuten Begrüßung und Intro. Castle Gufstein. Das ist witzig. Okay, wir sagen, wir legen direkt los. Oh, ein Nebel. Wir können springen und wir können mit Bällen werfen. Gut. Nicht sehr weit, aber immerhin. Also wir sind auch im Nebel. Ich vermute mal, es ist Nebel. Eine Katze, die kennen wir aus verschiedenen Disney-Filmen hier, die Figürchen. Ich gehe mal davon aus, das war eben von Alice im Wunderland die Katze. Was haben wir hier? Eine Dose zum Werfen. Vielleicht können wir damit irgendwas eintreten oder einwerfen. Ah, da oben ist eine olle Katze. Miau. Gut, ich mag ja eigentlich Katzen sehr gerne. Wo ist sie hin? Ah, vielleicht ist das auch einfach eine Sprunghilfe, um hier hochzukommen. Nee. Warte mal, wir nehmen die nochmal mit. Ich habe mir dieses Spiel hier noch gar nicht angesehen, von daher, wenn wir hier eine Premiere haben, ja, scheint irgendwie eine Art Hilfe zu sein, um da hochzukommen. Oh, der Nebel scheint sich jetzt gelichtet zu haben. Nein! Aber Glück. Oh, jetzt habe ich den Kelch nicht eingesammelt. Das ist aber ärgerlich. So. Musik macht Spaß. Grafisch. Finde ich wunderbar. Sehr schön. Ich merke ja sowieso die, sage ich mal, gepixelten Grafiken. Auch hier dieses, ja, ist was grobflächigere, ausgemalte, gepinselte. Wir können, denke ich mal, dieses Fass hier bewegen. Vermute ich einfach mal. Naja. Nur andersrum, wie ich dachte. Können wir hier aufs Dach springen?
Nee, das geht nicht. Da sehen wir Goofy übrigens. Oh, war aber knapp. Springen wir mehr hier hoch. Hier kommen wir auch nicht hoch. Da auf die Fensterbänke passen wir auch nicht. Da ist wieder oben ein Blumentopf. Au! Jetzt war die Katze schneller als ich. Jetzt haben wir einen Lebenspunkt verloren. Unten links die roten Punkte, gehe ich mir davon aus. Dann haben wir noch drei Mäuse und bisher 300 Punkte gesammelt. Aber jetzt sammeln wir doch mal den Kelch ein. Und hier haben wir irgendwas eingesammelt, ein Leben. Kommen wir hier aufs Dach. Da können wir hoch. Und es wackelt das Goofy-Schild. Aber warum haben wir denn hier so ein... was Rotes, ne? Ich dachte, wir hätten da drauf springen können. Na gut. Okay, wir müssen... anscheinend... jetzt muss ich dieses Teil hier einsammeln, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Fehlt irgendwas noch? Nee. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Da lacht immer die Maus, ne? Vielleicht gegenschmeißen? Auch nicht. Komisch. Dann gehen wir nochmal aufs Dach. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Hier kann ich nicht hochspringen. Ah, wir sehen hier auch die silberne Regenrinne. Das haben wir hier nicht. Deswegen können wir da wohl nicht drauf spazieren gehen. Aber wie kriegen wir das blöde Ding jetzt hier? Also ich gehe mal davon aus, dass wir das einsammeln müssen hier. Das ist immer ärgerlich, wenn man nach ein paar Minuten schon nicht weiterkommt und ich irgendwie eventuell einen Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das gemacht habe, aber gut. Gott sei Dank haben wir es geschafft. Es ist schon ein bisschen peinlich. Gut, hier eine weitere Dachrinne. Jetzt schaffen wir uns mal hier diesen schönen Schatz. Lecker Kuchen. Das mag ich sehr gerne. Wir gehen mal runter, aber Vorsicht, Katzen. Wie gesagt, ich mag eigentlich Katzen. Was ist das denn für eine hier? Weg ist er auf jeden Fall. War gut. Der hätte uns wahrscheinlich hier beim Klettern auf... okay. Ich hätte damit gerechnet, dass er sich automatisch festhält. Müssen wir aber nochmal hoch. Ich möchte ganz gern oben lang gehen. Okay, die falsche Taste gedrückt. Also, Perudo, heute ist nicht dein Glückstag. Aber ich habe einen Schatz gefunden. Das kann man schon sehr als glücklich bezeichnen. Ich hätte tatsächlich gedacht, ich habe schon mal erwähnt, hier diese roten Bügel, dass man das irgendwie benutzen kann. Als zum Hochklettern. Der könnte ein bisschen weiter werfen. Das fände ich ganz nett. Oh, wir sind am Levelende. 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 Okay, ich weiß, dass du sehr weit gereist bist. Aber leider ist der König Goofy nicht hier. Ach, deswegen sehen wir überall diese Plakate von Goofy. Okay, er hat vor ein paar Tagen die Stadt verlassen, um einem Freund zu helfen. Und zwar König Donald. Wir haben seitdem nichts mehr von ihm gehört. Das hört sich nicht gut an. Und er freut sich, dass wir eigentlich da sind, ob er uns helfen kann. Aber wir sagen, wir sind bereits auf einer Mission. Aber er schaut, was er tun kann und tut sein Bestes. Okay. Wir suchen... der ist aber... er ist ein bisschen sauer, dass er jetzt anscheinend hier weitermacht. Oh gut. Das schauen wir uns so ein bisschen an hier. Das sieht spaßig aus. Ja, ich hab's gesehen, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Können wir hier hochklettern? Aha! Eine...
Die kann ich noch nicht. Okay. Also dieses blöde Viech. Ich hab dem noch nichts getan, der Wespe. Versuch's noch einmal. Wenn da jetzt nichts Vernünftiges drin ist. Ah, oh. Edel. Ein Edelstein sogar. Nee. Okay, die greift einmal an. No! Aber sie scheint auch wiederzukommen. Hier ist anscheinend irgendwas, was wir... Vielleicht können wir das schieben? Nein. So, und das können wir wahrscheinlich raus. Na. Ja, ein bisschen Steuerung. Die muss ich noch ein bisschen verinnerlichen. Ah, okay. Gut, war jetzt nicht so schwer. Oh, wieder so ein eiskaltes Händchen. So, wir sind über 10 Minuten. Das ist eigentlich viel zu viel, was ich machen wollte. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder von der Wespe gestochen. Ah, hier ist der... Das Wespen... Oh, ein leckerer Kringel. Gibt Energie? Ah, hier ist noch so ein... Oder war das das, was ich eben... Was hab ich eben weggeworfen? Okay. Jetzt habe ich die Kiste verloren. Gut, okay. Ach. Es geht... Die Zeit geht immer so schnell vorbei. Das ist so schade und zeigt eigentlich, dass es auch ein recht schönes Spiel ist. Es hat mir bisher sehr viel Spaß gemacht. Die Farbgebung ist wunderbar. Wir sind jetzt hier im grünen Wald. Also sehr schön. Geschichte ist ganz nett. Und das macht Laune, weiterzuspielen. Boah, ich habe echt... Also bei diesem Sega habe ich echt einiges verpasst. Also macht sehr viel Spaß. Gut, gibt es wahrscheinlich auch für andere Systeme, Genesis oder Master oder heutzutage sogar über Steam. Da gibt es ja auch so ein Mickey Mouse Spiel. Land of Illusion, glaube ich, heißt das. Ist das Legend of Illusion? Ich muss gerade überlegen. Keine Ahnung. Muss ich nochmal bei Steam nachgucken. Ja, schön, dass du dabei bist. Heute beim Spezial 4. Advent Weihnachten. Steht schon ziemlich nah vor der Tür. Ich freue mich, dass du dabei bist, aber ein paar Videos haben wir ja noch. Schaut rein. Und vielleicht gibt es zu Silvester nochmal so ein kleines Spezial. So als kleine, vielleicht als kleiner Teaser, muss man mal schauen. Oder ich verlege das auf den Januar. Muss ich mal schauen, wie hier die Zeit ist. Weil langsam wird es was knapp. Die Zeit schreitet voran. Schön, dass du dabei warst. Danke fürs Zugucken. Bis bald, euer Bruder. Tschüss. First Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep.